Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Im Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Dieser Krieg stellt eines der schrecklichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte dar, mit Millionen Toten, Soldaten wie Zivilistinnen. Diese Jahre sind aber auch so viele Jahrzehnte danach auch voller inspirierender Geschichten des Widerstands gegen das Unrecht und des Kampfes für eine neue, bessere Welt, in der es keinen Krieg mehr geben wird. Die offizielle Geschichtsschreibung stellt den Zweiten Weltkrieg gerne als das militärische Aufeinanderprallen von Demokratie auf der einen Seite und Faschismus auf der anderen Seite dar, das im Mai 1945 mit dem Sieg der Demokratie in Westeuropa endete. Der britische Marxist Ted Grant hat sehr gut erklärt, dass es in diesem Krieg eigentlich um etwas anderes ging. Es war ein Krieg zwischen dem deutschen Imperialismus auf der einen und dem britischen und amerikanischen Imperialismus mit Unterstützung Russlands auf der anderen Seite um die Vorherrschaft auf der Welt. Dabei ging es um Absatzmärkte und Einflussbereiche. Nichtsdestotrotz mussten der britische und der US-amerikanische Imperialismus ganz stark auf eine antifaschistische Propaganda, die Idee vom Krieg gegen Hitler, setzen, um die eigene Bevölkerung, vor allem die eigene Arbeiterklasse, für ihre Kriegsziele mobilisieren zu können. In einigen Ländern, die von der deutschen Wehrmacht besetzt wurden, entwickelte sich der Zweite Weltkrieg mit der Zeit tatsächlich in einen von breiten Teilen der Bevölkerung getragenen antifaschistischen Befreiungskampf. Ein besonderes Beispiel ist Thema unseres heutigen Podcasts, die italienische Resistenza. Italien war das erste Land, in dem der Faschismus an die Macht gekommen war. Aus Angst vor einer Arbeiterrevolution wie in Russland brachten die Eliten, die Fabrikanten, Großgrundbesitzer und der König die faschistische Bewegung von Benito Mussolini Anfang der 1920er Jahre an die Macht. Die Funktion der Schwarzhemden, wie sich die Mitglieder der faschistischen Schlägertrupps nannten, war es, die organisierte Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, die kommunistische und die sozialistische Partei, den Landarbeiterverband La Lega mit physischer Gewalt zu zerschlagen. Mussolinis Diktatur konnte sich 20 Jahre lang einer großen Unterstützung in der italienischen Gesellschaft sicher sein. Das gesamte Leben, von der Schule weg, wurde nach den Vorstellungen des Faschismus neu gestaltet. Nur eine kleine Minderheit widersetzte sich diesem totalitären Regime. Zu ihnen zählte die Bauernfamilie der Cervis, die in der Nähe von Reggio Emilia als Halbpächter mehr schlecht als recht über die Runden kamen. Einer der 7 Söhne, Aldo, war während des Militärs zu einer Haftstrafe verurteilt worden und im Gefängnis zum Kommunisten geworden. Sein Sohn Adelmo beschreibt es so: Das Gefängnis war für meinen Vater wie eine Universität. Dort hat er sich in die Ideen der Oktoberrevolution verliebt. Clandestin organisierte er nach seiner Rückkehr in die Heimat eine Volksbücherei, verteilte antifaschistische Flugblätter und Zeitungen. Doch dieser Widerstand schien lange Zeit aussichtslos. Es war ein ständiges Schwimmen gegen den Strom. Italien war nicht von Anfang an in den Krieg eingetreten. Erst als Hitler-Deutschland von Sieg zu Sieg eilte und halb Europa schon in der Tasche hatte, wollte Mussolini auch am Tisch der Sieger sitzen. Die Kriegsbegeisterung sollte aber bald schon kippen. Die italienische Armee war für einen Krieg dieses Ausmaßes nicht vorbereitet. Dementsprechend groß waren die Opfer. Der große Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg war die Schlacht bei Stalingrad, wo die deutsche Armee, unterstützt von italienischen Einheiten, Anfang 1943 vernichtend geschlagen wurde. Von nun an kämpfte die Wehrmacht ein Rückzugsgefecht und die Rote Armee wurde für Millionen in ganz Europa zum Hoffnungsträger. Auch in Italien sahen viele den Zeitpunkt gekommen, dem Faschismus Widerstand zu leisten und das Ende des Krieges herbeizuführen. Ein Arbeiter bei Breda, einer der wichtigsten Fabriken Mailands, hatte später so berichtet: Die Deutschen haben in Stalingrad eine entscheidende Niederlage einstecken müssen. Wir Arbeiter wollten Mailand zum Stalingrad Italiens machen.
Im März 1943 erschüttert eine Streikwelle die Industriezentren des Landes und im Juli 1943 wird Mussolini von seinen eigenen Gefolgsleuten abgesetzt. Aus der Sicht der Eliten hatte der Duce ausgedient. Sie wollten einen Faschismus, jedoch ohne Mussolini. Für die Menschen war die Nachricht vom Sturz Mussolinis verbunden mit der Hoffnung auf Frieden. Im ganzen Land kam es zu Freudenfeiern. Auch die Familie Cervi organisierte eine solche Feier. Wie das ausgesehen hat, ist in dem Buch Meine sieben Väter beschrieben. Die Menschen versammeln sich um ihn und die Menge wird immer größer. Die Kinder laufen wie verrückt umher, alle reden durcheinander. Warum denn das? Weil der Duce gestürzt wurde. Brot und Frieden! Das Brot kommt gleich. Und wenn wer Salami hat? In der Zwischenzeit kommt her, es gibt Pasta Schutter. Und die Leute kommen mit ihren Tellern, Schalen und Suppenschüsseln, manche mit bloßen Händen. Hunger ist selbst hier auf dem Land, wo das Elend sicher nicht so groß ist wie anderswo, kein exotisches fremdes Wort mehr. Die Menschen essen, ach, wie das schmeckt, auch Wein wird kredenzt. Es kommen die Bauern, der Schuhmacher, der Postbote, die Schneiderin. Es kommen Soldaten, die auf Heimaturlaub oder rekonvaleszent sind. Es kommen auch Karabinieri unterschiedlichen Rangs. Was macht ihr hier, Herr Cervis? Wird das eine aufrührerische Versammlung? Wir haben um keine Genehmigung angesucht, weil es eine Überraschung werden sollte. Aber seien Sie beruhigt, Herr Wachtmeister. Die einzige Gefahr, die hier zu erwarten ist, ist, dass sich jemand eine Magenverstimmung einhandelt. Der eine oder andere hat sich in der Tat schon einen Nachschlag geholt. Immerhin kommt es in Zeiten der Lebensmittelrationierungen nicht alle Tage vor, dass man sich wie im Schlaraffenland fühlen kann. Butter, Käse und Fett im Allgemeinen sind für viele Menschen ein wahrer Luxus. Dies trifft vielleicht auch für die Karabiniere zu, denn nach einem Augenblick der Unsicherheit greifen auch sie mit ganzer Entschlossenheit zu. Selbst einer im Schwarzhemd kommt vorbei. Dem Armen muss ordentlich heiß geworden sein, weil das Schwarz lässt sich bei starker Sonne ordentlich schwitzen. Doch selbst für ihn gibt es einen vollen Teller. Denn jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Differenzen zu betonen. Jetzt geht es darum, Einheit zu demonstrieren und in der Gemeinschaft zu essen und zu trinken. Auch so macht man Politik. Auch das ist auf eine ganz eigene Art ein Teil des Widerstands. Und an diesem Tag scheint auf dem Dorfplatz die Zeit stillzustehen. Es wird auch eine rote Fahne geschwenkt, die in irgendeiner Kommode versteckt war. Sie erinnert an eine Mohnblume in einem Weizenfeld. Und diese Fahne wird zum Symbol für das ganze Fest. Doch der Krieg ging weiter und die neue Regierung ließ auf Arbeiter schießen, die für den Frieden demonstrierten. Die Alliierten waren vom Süden her immer mehr vorgerückt. Und so kam die Regierung zu dem Entschluss, dass ein Waffenstillstand in dieser Situation die einzige Möglichkeit sei. Als dieser am 8. September verkündet wurde, ließ Hitler umgehend Italien von deutschen Truppen besetzen. Es gab von einfachen Soldaten und Arbeitern Widerstand gegen diese Invasion. Dieser war aber auf verlorenem Posten, nachdem der König, die Regierung und die Armeespitze das Weite gesucht hatten. Die Lage war extrem chaotisch. Unzählige Soldaten machten sich einfach auf den Weg und versuchten unterzutauchen oder irgendwie zu ihren Familien zu kommen. Die Deutschen machten Jagd auf diese Deserteure, die zu Tausenden im Land unterwegs waren. Den ersten großen Akt der Resistenza setzten in dieser Situation Frauen, Bäuerinnen, Arbeiterinnen, die sich um diese jungen Menschen kümmerten, ihnen Zivilkleidung gaben, ihnen zu essen gaben, sie versteckten und pflegten. Nicht nur Italiener, sondern auch russische, südafrikanische, britische Kriegsgefangene, die aus Konzentrationslagern flüchten konnten. Aus dieser Erfahrung heraus entschieden erste kleine Gruppen, in die Berge zu gehen und dort den bewaffneten Widerstand gegen die deutschen und italienischen Faschisten zu organisieren. Eine der ersten waren die sieben Brüder Cervi. Es ging darum, Unterstützer in den Bergen zu finden, denn ohne die Rückendeckung durch die Bevölkerung, die einem Unterschlupf gewährt und mit Lebensmitteln versorgt, kann es keinen Partisanenkampf geben. Es ging darum, erste Waffen aufzutreiben, und zu diesem Zweck wurden kleinere faschistische Kasernen überfallen. Die Cervis waren mit dieser Aktivität so früh dran, dass sie mit ihren Ideen in der kommunistischen Partei noch keine Unterstützung bekamen und wieder auf ihren Hof zurück mussten.
Für ihre Unterstützung von Flüchtlingen und Deserteuren zahlten die sieben Brüder Cervi einen hohen Preis. Sie wurden von den Faschisten gefangen, gefoltert und schließlich hingerichtet und dadurch zu Symbolfiguren der Resistenza. Von Großvater Cervi stammt der Spruch: Nach der einen Ernte kommt immer eine andere. Wir machen weiter. Und so folgten unzählige junge Männer dem Beispiel der Cervis und gingen in der Folge auch in die Berge und leisteten dort bewaffneten Widerstand. Die meisten von ihnen waren junge Männer, die nicht mehr bereit waren, dem Einberufungsbefehl der faschistischen Armee Folge zu leisten. Sie kämpften lieber für die Freiheit, anstatt für ein Unrechtsregime. Bis zu 100.000 waren im Sommer 1944 in den Bergen. Der Großteil war in kommunistischen Partisaneneinheiten organisiert. Doch die Resistenza ist mehr als der Partisan mit der Waffe in der Hand. Die Resistenza, das ist zum Beispiel Großvater Alcide, wenn er sich weigert, die Mitgliedskarte der faschistischen Partei für seine Söhne zu beantragen. Das ist die Großmutter Genueva, die sich weigert, ihren Glauben in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Das ist Massimo, dein Cousin, der mit seinem Wagen eine Ladung Waffen liefert und gleich den ganzen Wagen mit in die Berge schickt, während er selbst nur noch mit dem Pferd zurückkehrt. Das ist Eletta, die Schwester von Irnes und Nichte von Yolanda, die mit der Mutterjugend eine Pistole unter der Kleidung versteckt und sie zu den Sarzis bringt. Alles kleine Taten. Die Resistenza beginnt ganz einfach dort, wo Menschen Angst haben und trotzdem tun, was getan werden muss. Die Resistenza bedeutet innerlich zu lächeln, weil man das Gefühl hat, dass man im Namen des Lebens handelt und nicht im Namen des Todes. Die Resistenza bedeutet, irgendwelche Bürokraten zum Teufel zu jagen. Und sie bedeutet, jene zu ignorieren, die stets eine gute Ausrede auf Lager haben, wenn es darum geht, Aktionen nach hinten zu verschieben und die immerzu nur warten wollen. Das bekannteste Lied der Partisanen aus dieser Zeit, Fischia il Vento, endet mit den Worten: Der stolze Partisan kehrt nach Hause zurück, in der Hand schwenkt er die rote Fahne. Für diese Partisanen ist der Befreiungskampf gegen die Nazis und Faschisten eng verbunden mit der Idee, dass nach dem Krieg eine neue, bessere Welt errichtet wird. Ihr Ideal ist der Kommunismus. Doch die Führung der kommunistischen Partei verfolgt ein ganz anderes Ziel. Sie sprach zwar immer wieder vom kommenden Aufstand, ermahnte die Genossinnen und Genossen in den Bergen aber, sich zu erinnern, dass der Aufstand, den wir wollen, nicht den Zweck verfolgt, die soziale und politische Umwälzung im sozialistischen und kommunistischen Sinn zu verfolgen, sondern die nationale Befreiung und die Zerstörung des Faschismus zum Ziel hat. Die kommunistische Partei verfolgte seit den 30er Jahren eine Volksfront-Taktik und war in einem Bündnis mit bürgerlichen Parteien. Im Wesentlichen richtete sie ihre politische Strategie nach den außenpolitischen Interessen der Sowjetunion aus. Und die sahen vor, dass Italien nach dem Krieg Teil der westlichen Einflusssphäre sein sollte und die italienischen Kommunisten sich deshalb den westlichen Alliierten unterordnen sollten. Systematisch wurde darauf hingearbeitet, die Resistenza als patriotischen Akt darzustellen, nicht aber als Teil der sozialen Revolution. Die Mehrzahl der Partisaninnen und Partisanen glaubten, ihre Parteiführung würde nur taktisch klug vorgehen, die Kapitalisten und die Amerikaner in Sicherheit wiegen und irgendwann am Tag X losschlagen und die sozialistische Revolution vollenden. Die Führung der KP bestätigte kein einziges Mal offen diese Perspektive. Aber sie redete auch nicht offen dagegen. Sie ließ diese Frage einfach offen und ging nicht wirklich darauf ein, wie der Weg zum Sozialismus aussehen könnte. Der Druck der Arbeiter und Bauern, die in der Resistenza aktiv wurden, war jedoch gewaltig. In mehreren Regionen entstanden befreite Gebiete, in denen de facto eine neue Form der direkten Demokratie etabliert wurde. Und im Sommer 1944 musste die KP auch eine Art Stadtguerilla, die sogenannten SAP, aufbauen und Arbeiter bewaffnen. Allein in Turin waren 12.000 Arbeiter Mitglied dieser Organisation. Die westlichen Alliierten waren sich bewusst, dass von dieser Partisanenarmee eine große Bedrohung für die kapitalistische Ordnung ausging. Das erklärt auch, warum die US-Truppen im Herbst 1944 ihre Offensive Richtung Norditalien an der sogenannten Gotenlinie einstellten,
und die Partisanen aufforderten, lieber nach Hause zu gehen. Die deutsche Wehrmacht nutzte diese Situation und verstärkte in diesen Wintermonaten die sogenannte Bandenbekämpfung. In diesem Winter erlitten die Partisanen herbe Verluste. Doch im April 1945 war es dann soweit. Bereits am 18. April begannen große Streiks und in den folgenden Tagen befreiten die Partisanen eine Stadt nach der anderen. Der Turiner Partisan und spätere Philosoph Guido Quazza, dessen Bruder ins KZ Mauthausen deportiert wurde, schrieb später: Vor dem 25. April, dem Tag der Befreiung, übten die Volksmassen 10 Tage lang in Norditalien die reale Macht aus. Die alliierten Truppen waren noch fern, Fabriken waren unter der Kontrolle der Arbeiter und in zahlreichen Gebieten sah man das politische Erwachen der Bauernschaft. Am 25. April 1945 wurde Italien endgültig vom Faschismus befreit. Maßgeblichen Anteil hatten die 440.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, Bauern und Jugendlichen, die in der Resistenza organisiert waren. Mit ihnen etliche russische, deutsche und auch österreichische Deserteure, die sich den Partisanen angeschlossen hatten. Doch der Kampf, den die Partisaninnen und Partisanen geführt haben, ist nicht zu Ende, solange die Ursache von Faschismus und Krieg, der Kapitalismus, weiter besteht. Der Partisan Angelo Gracchi, Kampfname Graco, sagte einmal: Vorwärts also, geeint im Widerstand, der weitergeht, geeint in der Revolution, die weitergeht. Es liegt an uns, Teil der neuen Ernte zu sein, Teil jener Generation zu sein, die den Kampf der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus und Kapitalismus zu Ende führt.